Alles klar, super, Andi, danke. Ja, hallo, mein Name ist Angelika Schotti. Ich bin seit Anfang 2020 bei der Auxilia als BIM-Consultant unterwegs. Ja, meine Wurzeln habe ich in der TGA. Ich habe in der Planung angefangen. Die letzten 10 Jahre war ich in der Ausführung unterwegs. Ja, ich habe angefangen, oder beziehungsweise ich habe unterschiedliche Softwareprogramme kennengelernt. In meinem letzten Unternehmen habe ich unterschiedliche Programme implementiert und anderem auch den BIM-Prozess. Ja, für den Vortrag mache ich jetzt mal kurz meine Kamera aus, weil ich ein bisschen Performance brauche und ich will meinen Rechner nicht schwächen. Und ja, einmal ausschalten. So. Und genau, zu unserem Vortrag heute. Und zwar Open BIM mit IFC und der Project Box. Ich will Ihnen heute so ein bisschen zeigen, was die Project Box mit sich bringt, damit Sie Ihr Open BIM-Projekt vielleicht ein bisschen einfacher gestalten können und das Ziel besser erreichen können. Ja, wichtig ist, auch gestern in meinem Vortrag habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass BIM nicht nur das Erstellen eines 3D-Modells beinhaltet, sondern dass gewisse Dokumente und gewisse Workflows das Projektziel beeinflussen beziehungsweise das Projektergebnis beeinflussen. Ich finde es immer ganz wichtig, wenn man in einem Projekt startet, gibt es hier so eine Kernfrage. Und zwar, wer muss was, wann, wie, wofür tun? Mit Hilfe der ganzen Dokumente, die Sie haben, sollten Sie diese Kernfrage beantworten können, damit Sie eben halt auch wissen, dass die Anforderungen in Ihrem Projekt klar und eindeutig definiert sind. Sie selbst müssen auch kalkulieren, gucken, wie lange Sie wofür brauchen, welcher Zeitaufwand dahinter steht. Wenn wir von Zeit sprechen, sprechen wir immer von Kosten und das müssen Sie ja dementsprechend auch alles kalkulieren können. Und deswegen müssen Sie natürlich auch wissen, was ist der Informationsgehalt in den Projekten Lili, und wie warte mal ganz viel. kurz. Du hast Ja. noch keinen, du hast was anderes geteilt. Man sieht jetzt wieder nur den Einführungsbildschirm. Okay. Teil nochmal deinen Monitor, bitte. Jetzt ist Jetzt er sieht man geteilt. was. Jawohl, Okay. super, jetzt sieht man was. Dankeschön. Genau. Genau, super. Also jetzt nochmal super. Genau, also da sehen Sie, dass eben halt kein 3D-Modell. Es gibt gewichtete Dokumente und mit Hilfe dieser Dokumente sollten Sie dann eben halt auch die Kernfrage beantworten. Für den Gehalt der Informationen in den Modellen ist natürlich immer diese Modellanforderungsmatrix sehr wichtig, damit Sie auch eben halt wissen, was Sie alles liefern müssen an Informationen. Genau. Ja, warum Open BIM? Das ist vielleicht auch mal so eine Frage. Und zwar, Open BIM hat natürlich auch Vorteile. Und zwar ein Vorteil ist natürlich, dass jeder Planer seine eigene Software einsetzen kann. Voraussetzung ist natürlich, dass die Software eine Import- und eine Export-Schnittstelle hat. Und diese Schnittstelle sollte von Building Smart auch zertifiziert sein. Das Ganze können Sie auch überprüfen. Und zwar, ich will Ihnen das mal ganz kurz zeigen. Und zwar gibt es von Building Smart eine Internetseite, wo man die Zertifizierung überprüfen kann. Ich kann hier mein Programm eintragen und kann eben halt gucken, ob mein Programm, Revit habe ich jetzt mal genommen, in der IFC, je nachdem, mit welchem Schema Sie arbeiten, es gibt zwei unterschiedliche Schematas oder es gibt noch andere Schematas, aber wir arbeiten ja momentan mit dem IFC 2x3 Schema und das neuere Schema ist das IFC 4 Schema. Hier kann ich quasi meine Software überprüfen lassen, Autodesk Revit, in der Importschnittstelle für das IFC 2x3, ob eine Zertifizierung erfolgt ist. Das heißt, dass der Austausch mit den Modellen auf der Importschnittstelle auch funktioniert. Es gibt immer gewisse Beeinträchtigungen, das können Sie sich hier hinten alles angucken und nachlesen. Aber wir wollen ja nicht nur die Importschnittstelle beachten, wir müssen auch die Exportschnittstelle beachten. Und auch hier sollten wir darauf achten, dass dieser Zertifizierungsprozess abgeschlossen ist. Wenn wir uns das Ganze mal im Bereich IFC 4 anschauen, viele fragen, warum sollen wir nicht mit IFC 4 arbeiten? Ist das aktuellste Schema? Das liegt ja daran, die ganzen Programme, mit denen Sie ja auch arbeiten oder die anderen Planungsbeteiligten arbeiten, müssen ja auch diese beiden Schnittstellen haben. Und die sollten auch schon fertig zertifiziert sein. Wenn wir uns jetzt mal das IFC 4 bei Revit angucken, die Importschnittstelle, da sehen wir, das ist noch im Zertifizierungsprozess, dass sie sich da noch drin befindet. Das ist jetzt weiter nicht schlimm. Revit kann schon mit IFC 4 umgehen auf der Importseite, aber es gibt noch leichte Einschränkungen. Ich kann hier nicht nur Revit überprüfen lassen, ich kann auch andere Programme überprüfen lassen, und zwar hier Archicad. Na? Und zwar, da sehe ich auch hier auf der Archicad-Seite, bei der IFC 4, die Importschnittstelle, auch die ist noch im Zertifizierungsprozess. So, und wir empfehlen unseren Kunden, solange das eben halt noch nicht durchgängig fertig zertifiziert ist, sollten Sie hier auf jeden Fall mit dem IFC 2x3 arbeiten, damit Sie da auf der sicheren Seite sind.
Ja, es gibt aber auch Nachteile bei OpenBIM und ich finde, das ist immer das Wichtigste. Ich selbst wusste es früher nicht. Ich dachte, ich kriege ein IFC-Modell und kann einfach alles verändern, auch geometrisch. Das ist natürlich nicht der Fall. Eine IFC ist eine Kopie des Modells zum erzeugten Zeitpunkt und diese Kopie beinhaltet Geometrie und Information. Je nachdem, wie gut sich der Ersteller mit der IFC-Schnittstelle auskennt, kann er das Ganze beeinflussen. Es ist nicht nur ein Knopfdruck, eine IFC zu erstellen, auch diese Blase ist quasi bei mir geplatzt irgendwann, aber es ist schon wichtig, dass ich weiß, was ich rausgebe und ich kann das dementsprechend eben halt auch beeinflussen. Ja, wichtig ist eben halt das Thema Heizlastberechnung beziehungsweise MEP-Raumerzeugung. Da haben unsere Kunden im TGA-Bereich die meisten Probleme. Die bekommen IFC-Modelle vom Architekten und können eben halt diese Modelle nicht nutzen, um eine Heizlastberechnung durchzuführen. Meistens liegt das am Mapping. Mittlerweile empfehlen wir den IFC-Manager von Solarcomputer. Mithilfe des IFC-Managers können Sie das Mapping beeinflussen. Das wird der Kollege Herr Weber von Solar, ich glaube, heute Nachmittag auch nochmal präsentieren. Und ja, auch die MEP-Räume lassen sich durch gewisse Regeln dann besser erstellen. Aber letztendlich sollte allen Beteiligten, wenn sie im OpenBIM-Bereich arbeiten, bewusst sein, was für Modelle tauschen wir aus, was ist der Gehalt und wie steuere ich da auch gewisse Einstellungen. Genau. Unser Thema ist heute OpenBIM mit IFC und der Projectbox. Unser BIM-Ziel ist es, ganz klar Optimierung der Koordination durchzuführen. Und zwar in unserem Anwendungsfall ist das Ganze ein bisschen genauer beschrieben. Die Kollaboration der Fachplaner soll mit der IFC 2x3 erfolgen. Wir verwenden da die Modell View Definition des Coordination Views. Im IFC 4 ist das der Reference View. Der kann noch ein bisschen mehr, aber das ist eben halt diese View-Beschreibung, die den Workflow beschreibt, was man damit macht und was möchte ich mit einer IFC machen. Ich möchte sie mir verknüpfen, also ich benutze sie für die Koordination oder Kollaboration und möchte aufgrund dieser IFC eben halt meine Technik planen oder konstruieren und möchte gerne sehen, wo sind meine angrenzenden Bauteile der Architektur. Ja, genau. Was will man noch mit IFC machen? Man will diese einzelnen Fachmodelle manchmal in ein Gesamtmodell zusammenführen und dann möchte man natürlich den Gehalt prüfen, ob die geforderten Anforderungen auch umgesetzt wurden. Genau, bei uns heute hier OpenBIM mit der Projectbox. Ich will Ihnen zeigen, was wir alles in der Projectbox für Sie integriert haben, damit das OpenBIM-Projekt für Sie vielleicht auch ein bisschen leichter laufen kann. Wir wollen uns bei der Projekteinrichtung ein paar gewisse Grundfaktoren angucken und wir wollen uns unsere Gewerkekugel, unseren Basispunkt angucken. Dann will ich Ihnen in unserem Content vielleicht nochmal die eine oder andere Eigenheit zeigen, die für Sie wichtig sein kann in der Schlitz- und Durchbruchsplanung. Genau da gibt es eben halt ganz oft Kommunikationsprobleme und da will ich Ihnen einfach mal zeigen, wenn Sie mit IFC arbeiten, was es dann auch bedeutet, mit einem Platzhalter, mit einem Provision for Void zu arbeiten und dass unser Content dementsprechend das auch für Sie widerspiegelt. Ja, wir müssen uns nicht nur Geometrien angucken, sondern auch Informationen und wir haben für unsere Kunden in der Projectbox eine Parameterschablone hinterlegt. Im Installationsverzeichnis ist eine kleine Anleitung dazu, dass Sie das auch entsprechend anpassen können. Wir empfehlen natürlich immer, dass Sie das IFC-Seminar besuchen. Da gehen wir das alles Stückchen oder schrittweise mit Ihnen durch. Für die Schnittstelle, also für Revit, für die Export- und Import-Schnittstelle und dass Sie dann da auch ein bisschen sicherer aufgestellt sind und auch mehr verstehen, was bedeutet eine IFC oder wie ist das Schema aufgebaut der IFC. Ja, genau. Und mithilfe dieser Parameterschablone wollen wir dann unsere Informationen rausschreiben, die ja in der Projectbox schon gegeben sind. Sie können dann eben halt projektbedingt aufgrund Ihrer Anforderungsmatrix dann schauen, ob Sie das eine oder andere modifizieren müssen. Ja, zum Schluss habe ich noch eine Schablone und zwar, wenn Sie den Beitrag gerade gesehen haben, Neuerung in der Projectbox von der Kollegin 2022. Da wurde es auch schon erwähnt, dass es im Bereich Nervous Works Manage gewisse Schablonen gibt. Die werden wir uns gleich auch noch mal kurz angucken, weil meistens Kunden auf uns zukommen und sagen, ja, mit den Materialien und das sieht nicht so schön aus wie in unserem Revit. Mit Hilfe der Ansichtsvorlagen und der Vorlagedatei, wie können wir das mit den Modellen machen? Ganz oft arbeiten Projektleiter oder Projektingenieure nicht in der Revit-Umgebung, sondern im Nervous Works oder in anderen Viewern. Und ja, bei dem Nervous Works Manage will ich Ihnen heute zeigen, wie Sie mithilfe dieser Schablone sich die Farben dann der Systeme dementsprechend angucken können, die in der Projectbox hinterlegt sind. Und ich will Ihnen zeigen, wenn Sie ein IFC-Modell laden, wie Sie diese quasi ein bisschen anpassen können, dass Sie Ihre eigenen Systemfarben vielleicht auch mal hinterlegen können. Ja, das ist heute so ein bisschen der Inhalt. Das allererste ist natürlich gerade im OpenBIM-Projekt, worüber müssen wir uns Gedanken machen über die Projekteinrichtung.
Die Projekteinrichtung ist hier ein zentraler Punkt, weil gerade im OpenBIM-Bereich arbeiten wir nicht in derselben Software. Jeder arbeitet in seiner Software und wir geben eine Kopie des Modells raus nach dem IFC-Schema. Damit diese Modelle auch vernünftig zusammengeführt werden und alle auch an derselben Position liegen, sollte man sich Gedanken über die Koordinaten und der Georeferenzierung machen. Manchmal sind Gauss-Krüger-Koordinaten erforderlich, manchmal gibt es geografische Ausrichtungen. Wenn Sie in einem richtigen BIM-Projekt arbeiten, sollte das Ganze auch im BAP definiert sein, damit jeder Projektbeteiligte genau weiß, wie ist mein Projekt einzurichten, was ist mein Ursprungspunkt. Und ja, da wollen wir uns gleich mal die Gewerkekugel von uns angucken. Zusätzlich geben wir immer noch so einen Tipp, im BAP sollte vielleicht nochmal eine Vermaßung zu dem Raster vorhanden sein. Und ja, wenn die geografische Ausrichtung noch erforderlich ist, dass das vielleicht dann auch im BAP definiert ist. Ohne diese ganzen Angaben können Sie teilweise gar nicht vernünftig Ihr Projekt einrichten. Wenn die Modelle dann miteinander zusammengeführt werden, dann werden Sie, das werden wir uns gleich auch nochmal anschauen, sehen, was passiert, dass die Modelle eben halt nicht übereinander liegen. Und ja, man kriegt vom BIM-Manager eine Rückmeldung, dass das Modell nicht den Anforderungen entspricht und man gerät noch mehr unter Zeitdruck. Und ja, wir wollen dann mal schauen mit der Gewerkekugel. Und zwar dafür würde ich einmal sonst ins Revit springen, aber ganz kurz vorher, bevor ich ins Revit einmal reinspringe, wo finden Sie unsere Gewerkekugel? Und zwar unsere Gewerkekugel befindet sich einmal, wenn Sie Ihr Projekt mit unserer Vorlagendatei starten, da befindet sich unsere Gewerkekugel schon mit drin. Wenn Sie Ihr Projekt schon gestartet haben, Sie können sie natürlich anschließend auch mithilfe unseres Contents noch nachträglich einfügen. Und ja, ich würde jetzt mal kurz ins Revit springen, dass wir auch immer so ein bisschen mal reingucken. Genau, ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet, was wir uns heute zunutze machen werden. Und zwar, wenn ich jetzt hier meine Gewerkekugel mal selektiere, ich gehe mal in die 3D-Ansicht. Ich will es nicht speichern. Und zwar sehe ich hier vorne unsere Gewerkekugel. Ich kann das Ganze so ein bisschen drehen. Ich sehe hier, unsere Gewerkekugel besteht aus unterschiedlichen Segmenten. Hier habe ich jetzt den Typ HLSE gewählt. So, und hier vorne sehen Sie aber, hier ist schon ein Teil hinterlegt. Und zwar, wenn ich mir diesen Teil mal selektiere, ich selektiere hier mein Architekturmodell. Hier will ich mit deutlich machen, dieses Architekturmodell ist als IFC-Modell verknüpft worden. Und zwar hier sehe ich meine IFC-Verknüpfung. Und in der IFC habe ich schon einen Teil der Kugel hinterlegt. Und mit Hilfe dieses Stückchens der Kugel lässt sich mein Modell ja relativ sauber aufbauen, was die Projekteinrichtung betrifft. Und ich kann später in dem Viewer sehen, je nachdem, welches Gewerk ich habe, beziehungsweise welches Fachmodell. Da muss man immer vorsichtig sein. Also ich würde jetzt hier auch nicht unbedingt gewerkeweise Modelle unterteilen. Aber manchmal ist es ja erforderlich, dass der Elektriker eine andere Firma ist, die Heizung, Lüftung, Sanitär von einem anderen Planungsbeteiligten gemacht wird. Da macht es den Sinn, dass man diese Kugel verwendet. Ich kann die Kugel dementsprechend auch ein bisschen aufteilen. Und zwar, wenn ich mir jetzt nur den Teil der Lüftung angucke, dann sehe ich eben halt nur so ein kleines Stückchen der Gewerkekugel. Diese Gewerkekugel ist auch über unsere Ansichtsvorlagen gesteuert. Also das Ganze ist dementsprechend auch in der jeweiligen Ansicht nur vorhanden. Wir haben sogar einen Teil für die Tragwerksplanung. Aber da ich jetzt hier im TGA-Bereich unterwegs bin, mache ich jetzt hier den Bereich für die HLSE. So, wenn ich diese Kugel selektiere, sehe ich, ich habe unterschiedliche Typen. Ich sehe hier noch eine Familieninformation. Hier kann ich raufklicken und dann startet sich quasi im Internet Explorer ein Datenblatt, wo diese Kugel auch nochmal erklärt ist in der Darstellung. Hier könnten Sie natürlich dementsprechend auch andere Typen anlegen oder Kombinationen kreieren, die für Sie erforderlich sind. Was natürlich wichtig ist bei der Gewerkekugel, wenn ich mir das jetzt mal angucke, die befindet sich jetzt im Ursprung bei mir in meinem Projektbasispunkt. Wenn ich mir diese Gewerkekugel auch mal im Schnitt angucke, zur Ansicht wechseln, dann sehe ich hier, wenn ich sie selektiere, hier ist so eine leichte blaue Linie, das ist quasi die Mittelpunktlinie der Gewerkekugel. Die kann ich natürlich, je nachdem, auf welcher Ebene sich die befindet, mit einem Versatz steuern. Und dementsprechend hätte ich dann auch hier diesen Höhenversatz im Basisbauteil, ne? Also hier. Das ist immer so die Sache, wie Sie es machen können. Das ist immer interessant, aber wichtig ist natürlich, dass Sie wissen, wo muss das Ganze platziert sein und wie muss ich mein Projekt einrichten. Genau, dann gehen wir mal in die Folien wieder zurück. Wir haben ein paar mehr Sachen und zwar mache ich das mal hier oben. So, genau, haben wir uns die Gewerkekugel mal angeguckt. Also ich denke, für Sie grundsätzlich ist das immer so eine kleine Hilfe, dass man da auf jeden Fall diesen Basispunkt kennzeichnet. Wenn ich mir das Ganze in IFC mal anschaue, und zwar, ich habe jetzt schon die Modelle erzeugt. Wir machen auch gleich nochmal vielleicht ein eigenes Modell, aber ich will Ihnen das mal zeigen, wie das aussieht dann im IFC-Modell. Ich habe hier mein Architekturmodell. Und wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen drehe, dann sehe ich eben halt hier meinen Teil der Gewerkekugel. Wenn ich jetzt noch meine TGA mit beifüge, und zwar mache ich das mal ganz kurz mit Georeferenzierung.
dann sehe ich eben halt, wie sich das Ganze aufbaut und ich sehe, dass die Modelle eben halt zueinander passen. Die Befürchtung, dass ich einen Grafikkartenfehler kriege, ja. Und zwar, ich hoffe, Sie hören mich noch. Das habe ich leider, ich hoffe, dass er jetzt weiter durchzieht. Und zwar, genau, das ist jetzt, das liegt bei mir, glaube ich, an meiner Docking Station. Ich muss einmal ganz kurz den Beam Vision schließen. Und ja, er kommt, glaube ich, gleich wieder, hoffe ich, dass er, ja, ich versuche es mal weiter. Genau, nicht nur der Projektursprung ist wichtig, sondern auch die Ebenenbezeichnung und zwar für alle Planungsbeteiligten, damit eine einwandfreie Kollaboration möglich ist, sollten die Geschossebenen untereinander abgestimmt sein in der exakten Höhenlage und in der Bezeichnung. Weil wenn der BIM-Manager oder vielleicht sind Sie ja verantwortlich für die Koordination der Modelle, wenn Sie die Modelle übereinander legen wollen und sich gewisse Bereiche nur einblenden lassen wollen, dann wollen Sie natürlich auch tatsächlich nur das sehen, was zu Ihrer Ebene gehört. Und zwar in diesem Beispiel wollen wir nur das Erdgeschoss sehen. Und wenn Sie da unterschiedliche Ebenenbezeichnungen haben und auch die Bauteile vielleicht auf fehlerhafte Ebenen abgelegt sind, kann das natürlich in dem OpenBIM Koordinationsmodell zu Problemen führen. Deswegen, wenn Sie mit Zwischenebenen arbeiten, mit abgehängter Decke oder Fertigfußboden, das ist kein Problem. Da achtet man in Revit drauf, dass man das nicht als Geschossebene rausgibt und dann werden die Bauteile auf die drunterliegende Geschossebene mit rausexportiert. So, ich versuche mal ganz kurz das BIM Vision zu starten wieder und dass er mir keinen Grafikkartenfehler meldet, weil das wäre echt uncool. Und ja, genau, deswegen versuche ich das mal vorsichtig zu starten. So, und dann hole ich mir mal einmal wieder das Architekturmodell rein und ich füge mir mal ganz kurz hier mein TGA-Modell mit bei. Und zwar nehmen wir mal, ich nehme mal lieber vielleicht sonst das. Genau, wenn ich das jetzt mir mal hier in der Struktur ein bisschen angucke, ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner. So, hier sehe ich, ich habe zwei unterschiedliche Projekte. Ich habe die Projekte, die Projektbezeichnung, die Grundstücksbezeichnung, meine Gebäudebezeichnung und ich sehe hier meine unterschiedlichen Ebenen. Das gleiche ist hier unten beim TGA-Projekt jetzt auch der Fall. Wenn ich das Architekturprojekt jetzt nur im Erdgeschoss sehen wollen würde, würde ich dementsprechend auch nur die Erdgeschossebene selektieren. Das gleiche möchte ich natürlich bei meinem TGA-Modell auch machen. Und wenn ich jetzt hier unterschiedliche Ebenenbezeichnungen hätte, könnte das natürlich zu Fehler führen. Deswegen sollte man auch hier in der Projekteinrichtung einmal darauf achten, dass das im BAP ganz genau definiert ist. Wie gehen unsere Geschosse? Wie sind die Bezeichnungen? Gibt es noch eine kurze Beschreibung? Habe ich vielleicht noch einen Long Name? Und ja, dementsprechend kann ich das dann auch ganz gut steuern und sehe dann tatsächlich auch immer jeweils nur das Geschoss in der Architektur und in der Technik. So, genau, das hatte ich eben jetzt einmal gezeigt, dass die Absprache da sehr wichtig ist. Genau, die Georeferenzierung, das ist auch noch so ein Punkt, ne? Wenn manchmal gibt es diese geografische Ausrichtung des Projektes Richtung Norden. Hier haben wir in dem Projekt eine Drehung mit 20 Grad. Wenn Sie das in Revit nicht hinterlegen oder beziehungsweise wenn das bei der Projekteinrichtung versäumt wird, und zwar jetzt ist er da. Muss ich einmal mein Revit leider neu starten. Also wenn das in der Projekteinrichtung versäumt wird, führt es natürlich dazu, dass die Modelle nicht sauber übereinander liegen. So, ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. Und zwar kann ich auch hier, wenn ich jetzt hier mal quasi das Projekt öffne, das Architekturprojekt, dann könnte ich mir jetzt einmal das Modell beifügen, wo ich diese Georeferenzierung nicht berücksichtigt habe. Und zwar dann sehe ich, was passiert. Bei dem Export wurde das Modell mit einem falschen Ursprung raus exportiert und die Modelle liegen nicht sauber übereinander. Wenn ich in meinem Projekt jetzt die Georeferenzierung oder die geografische Ausrichtung berücksichtigt habe, dann einen neuen Export starte. Das wollte ich Ihnen im Revit gleich zeigen. Aber da muss er gerade jetzt erstmal starten. Dann mache ich das jetzt mal so. Und hier habe ich einmal die IFC mit geografischer Ausrichtung hinterlegt, dann sehe ich eben halt, was passiert. Die Modelle liegen an der Stelle sauber übereinander und das ist ja auch das, was ich möchte. Das ist immer so ein bisschen bei der Projekteinrichtung zu beachten und das sind eigentlich die Hauptprobleme, die wir von den Kunden haben, dass diese Koordinatenabstimmung nicht erfolgt ist. So, und zwar der nächste Punkt ist den Content, den haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen und auch im vorherigen Beitrag haben wir schon über die Durchbrüche gesprochen. Gerade im Bereich Open BIM sind die Durchbrüche sehr wichtig, weil der planungsbeteiligte Architekt oder Tragwerksplaner muss ja mit Hilfe ihrer Vorgaben, und zwar in der TGA werden ja
meistens die Durchbrüche aufgrund der geometrischen Abmessung der Luftkanäle oder Rohre oder Kabeltrassen vom TG-ALA definiert. Es sind ja in dem Moment nur Platzhalter, es sind ja noch keine richtigen Öffnungen. Also der TG-ALA darf ja gar keine Öffnung in die Wand reinmachen, ohne dass die vom Architekten bzw. vom Tragwerksplaner einmal statisch geprüft wurden. Ja, das Gleiche ist bei IFC auch ganz wichtig. Und zwar, wenn ich ein IFC-Modell habe und ich möchte mit der Verknüpfung arbeiten, worauf muss ich hier an der Stelle achten? Ich habe mir ein IFC-Modell verknüpft und ich möchte unser Tool aus Revit nutzen. Und zwar hat mein Revit sich wieder gestartet. Und dann gucken wir uns das doch am besten mal gleich im Revit an. Ich lade gleich einmal das Projekt und es kann sein, dass ich dann die Zeit kurz zum Überbrücken, zum Reden nutzen kann. Das kann ich. Viel. Und ja, ich glaube, er braucht hier noch eine kleine Sekunde. Und ja, schauen Sie mal, ich gehe mal sonst wieder in die Präsentation rüber, dass er sich dann da noch mal kurz sammeln kann. Na, ja, kommt er. Super. Und zwar wollen wir einmal das Projekt hier öffnen. Und in der Zeit kann ich dich doch mal kurz vielleicht minimieren oder auch nicht. So. Dann holen wir dich wieder. Genau, wichtig ist eben halt, sobald ich eine IFC verknüpfe, was passiert? Aufgrund des Mappings werden die Bauteile, die sich in der IFC auf Klassen befinden, mithilfe des Mappings übersetzt zu den Kategorien zu Revit. Wenn bei dem Mapping was nicht vernünftig läuft, also wenn die Übersetzung nicht korrekt ist, dann selektieren sie Bauteile und die befinden sich meistens auf allgemeines Modell. Wenn ich eine Wand habe oder eine Decke, die auf allgemeines Modell sich befindet, dann kann ich mithilfe unseres Magic Openings Tools nicht mehr die Durchbrüche erzeugen, weil es nicht als Wand erkannt wird. Deswegen muss ich auch hier an der Stelle im Revit immer prüfen, wenn ich mit einer Verknüpfung, also mit einer IFC gearbeitet habe, ob der Import quasi beziehungsweise die Verknüpfung sauber gemappt wurde. Und wie mache ich das? Ich habe jetzt hier die IFC, das hatte ich Ihnen eben schon mal gezeigt. Und zwar gehe ich hier auf die Verknüpfung. Hier ist eine IFC. Diese IFC, die Klassen werden mithilfe der Mapping-Datei, die sich ja hier in Revit befindet, unter den IFC-Optionen übersetzt. Wenn ich jetzt mit der Tab-Stop-Taste auf meine Bauteile gehe, dann sehe ich hier oben die Kategorie. Das Mapping ist korrekt erfolgt, weil die Wand befindet sich auch auf der Wand. Wenn ich jetzt hier an der Stelle einen Luftkanal erzeuge, also ein ähnliches Objekt platziere und mithilfe unseres Openings Tool, beziehungsweise hier das Magic Opening Tool, einmal definiere, was habe ich, und zwar eine externe Referenz, ich nehme den Abstand, dann klappt das Ganze auch mit den Öffnungen. Wichtig ist natürlich, dass ich einmal schaue, dass ich das richtige Element selektiere, die Wand selektiere und dann anschließend den Kanal, und dann klappt das auch an der Stelle mit einem IFC-Modell und der Durchbruch wird an der Stelle dementsprechend auch erzeugt. Das Ganze können wir uns ja hier auch mal im Schnitt angucken. Und ja, der Hauptfehler ist natürlich an der Stelle, wenn es nicht richtig funktioniert. Warum funktioniert es nicht richtig? Ich habe jetzt einen runden Durchbruch gewählt. Das war natürlich nicht so schön. Das Ganze können Sie ja dementsprechend hier einmal umstellen. Und zwar hier hatte ich noch den runden, dann im Sinne den rechteckigen. Ja, genau. Und wenn es nicht funktioniert, dann liegt es meistens daran, dass dieses Bauteil eben halt nicht sauber auf der Kategorie Wand liegt, sondern als allgemeines Modell eingelesen wurde. Ja, was ist bei diesen Durchbrüchen jetzt noch wichtig? Wir wollen die Durchbrüche dem BIM-Manager zur Verfügung stellen, damit er sie sehen kann. Früher war es ganz oft, dass die Durchbrüche als Opening-Element übertragen wurden. Viele IFC-Viewer unterdrücken die Opening-Elemente, gerade auch in den Fenstern und Türen. Da möchte man natürlich diese Öffnungselemente nicht sehen. Und das Problem war, dass man die Durchbrüche nicht gesehen hat. Wenn Sie unsere Durchbrüche selektieren und in den Eigenschaften sich angucken, dann sehen Sie ein Toggle. Mit dem haben Sie die Möglichkeit zu steuern, ob es sich um ein IFC Building Element Proxy handelt, und zwar um ein Provision for Void oder um ein IFC Opening Element. Bei dem Provision for Void handelt es sich um das richtige Objekt laut IFC-Schema oder gemäß IFC-Schema, dass es sich hierbei um einen Platzhalter handelt. Und genauso sollen diese Durchbrüche ja auch behandelt werden als Platzhalter. Und der Architekt wird dann dementsprechend in seinem Modell dann auch die richtige Öffnung erzeugen. So, wenn wir das jetzt einmal gewählt haben, und zwar den oberen würde ich gerne einmal als Opening rausgeben. Die anderen Durchbrüche sind als Provision for Void schon definiert, standardmäßig. Das sieht relativ gut aus. Das würde ich jetzt einfach als Standard-Export mal durchführen. Und zwar nehme ich dann hier eben halt die Standardeinstellung, dieses IFC 2x3, den Coordination View. Ich exportiere das Ganze und speichere das mal auf meinen Computer. Und zwar nenne ich das einfach mal S und D. Und wenn ich das exportiert habe, dann habe ich schon S und D, dann machen wir da S und D neu draus und dann passt das hier auch.
Und dann kann ich das Ganze auch mal öffnen. So, und dann kann ich mir das mal angucken, was passiert jetzt an der Stelle. Ich brauche einen kleinen Moment, bis er das geschrieben hat. Muss ich hier einmal aktualisieren. Und zwar IFC. Da ist sie. Ich öffne sie mir einmal. Und ja, was sehe ich jetzt hier, wenn ich ein bisschen ranzoome? Und zwar waren wir im Erdgeschoss. Die anderen Ebenen kann ich einmal hier ausblenden. Und zwar, ich sehe an der Stelle so leicht transparente Bauteile. Und zwar sehe ich an der Stelle, hier habe ich einmal das Building Element Proxy. Und an der Stelle fehlt mir eben halt der Durchbruch, weil es als Opening Element rausgegeben wurde. Die anderen Durchbrüche sehe ich auch. Die Transparenz können Sie natürlich dementsprechend im Material verändern. Wir haben es auf transparent gelegt, weil die Durchbrüche natürlich ja auch an der Stelle nur Platzhalter sind. Das können Sie dann eben halt im Revit über die Eigenschaften, über die Materialeigenschaften auch steuern. So, genau, das haben wir uns angeguckt. Genau, das ist relativ wichtig, eben halt dieses Provision for Void. Das muss man wissen, wie Frau Osia auch schon gesagt hat, wenn wir den Standard-Export jetzt verwenden, ohne irgendwie eine Parameterschablone, es funktioniert auch. Wir haben die Properties, die gemäß Building Smart definiert sind für ein Provision for Void hinterlegt und es werden die korrekten Abmessungen des Kanals in der Breite und Höhe auch erkannt. Genau das Gleiche ist beim Deckendurchbruch, wo sich das Ganze ja auch mal verändern kann, oder beim Rundendurchbruch. Da sehen Sie dann dementsprechend den Durchmesser. Und man sieht eben halt die Form. Genau, was haben wir noch? Und zwar, wir haben noch die Parameterschablone. Und zwar mit der Parameterschablone, das ist ja das der informative Part, den wir für eine IFC ja berücksichtigen müssen. Mithilfe der Parameterschablone können wir genau definieren, wie unsere benutzerspezifischen Properties rausgegeben werden. Und diese Parameterschablone haben wir für Sie in unser Installationspfad abgelegt. Den gucken wir uns mal zusammen an. Und zwar... Und zwar, wenn Sie hier wieder bei öffentlich sind, öffentliche Dokumente, da befindet sich ja immer unser Ordner Auxaria, da haben Sie Ihre Projectbox, je nachdem in welcher Version, 2021 und unter dem Ordner Zusatz, da können wir ja mal einmal zurückspringen. Hier ist der Bereich Zusatz. Hier haben Sie unterschiedliche zusätzliche Vorlagendateien, Schablonen und Möglichkeiten. Wir gehen mal in den Bereich IFC Export Option und da haben wir hier oben die Schablone. Und hier haben wir eben halt auch die Erklärung zu der Schablone. Das ist ein Word-Dokument. Hier ist kurz einmal definiert, wie die Schablone funktioniert. Und die Schablone selbst ist hier auch hinterlegt. Und zwar ist das eigentlich nur ein Beispiel von uns. Wir haben gewisse Standardparameter und die lassen wir eben halt mit Hilfe der Schablone übertragen. Wichtig ist natürlich, dass ein Inhaltswert in den Parametern beziehungsweise die Parameter vorhanden sind. Das wird bei den unteren nicht erfolgen. Das ist so ein Beispiel aus unserem Parameter-Tool. Genau, und zwar, wenn ich mir jetzt, das kann ich mir mal schließen, wenn ich jetzt einen normalen Export mache, zu IFC, dann benutze ich hier mal diesen Standard-Export, beziehungsweise das haben wir eben schon gemacht. Wenn wir uns jetzt hier mal ein Bauteil selektieren und in den Eigenschaften angucken, hier unten in den Properties, dann sehen wir relativ wenig Informationen. Ich will natürlich die Informationen raushaben, die gefordert sind. Das mache ich ja mit Hilfe der Schablone. Die würde ich jetzt in den Einstellungen einmal hinterlegen. Die suche ich mir einmal raus. Ich habe meine jetzt einmal auf dem Desktop abgelegt. Und zwar IFC. Und zwar, da ist sie. So, wenn ich die verwende, in dem Moment, wo ich die verwende, da machen wir mal neu draus, speichern und exportiere das Ganze. Dann dauert das einen ganz kleinen Moment. Dann kann ich jetzt sehen, was passiert mit Hilfe der Schablone. Werden Informationen mit rausgeschrieben, und zwar da TGA neu. Und wenn ich mir jetzt mal mein Bauteil selektiere, ich nehme jetzt mal ja, den Kanal hier, der sieht auch ganz gut aus, dann sehe ich eben halt, je nachdem, welche Informationen vorhanden gewesen sind, hier bei der LOD 100, bei dem System habe ich zusätzliche Informationen, ob hier ein Flansch, ein Losflansch verwendet wurde, was die Höhe betrifft, was die Abmessung betrifft und in welchem System sich was befindet. Genau, und das hier, System, das ist jetzt so ein Schlagwort, da wollen wir jetzt mal gleich weiter gucken, und zwar wollen wir uns nochmal den vierten Teil angucken, den wir haben. Und zwar genau, hier ist das nochmal erklärt, wenig Eigenschaften, viel Eigenschaften. Und ja, genau, Sie haben die IFCs jetzt immer in Grau gesehen. Viele fühlen sich dadurch gestört. Letztendlich ist ein Blechkanal aus Stahl oder aus Kunststoff und die sind nicht rot-grün wie die Luftarten. Aber ich kann es auch verstehen, ich finde es einfacher, wenn ich die tatsächlichen Luftarten auch sehe. Und zwar werde ich wahrscheinlich das Navisworks einmal leider neu starten müssen, weil meine Grafikkarte etwas anfällig war. Ich hoffe, Andi, ich darf 5 Minuten überziehen. Und dann würde ich Ihnen das gerne noch zeigen, weil ich finde, das ist relativ wichtig. Ja, klar. Supi.
Damit sie dann eben halt auch sehen, was wir für sie da auch auf der Seite machen, dass sie eben halt diese Darstellung haben, wie in der Projectbox, wie in unseren Ansichtsvorlagen, damit sie sich da auch dann wohler fühlen. Und zwar Nevis Works Manage. Ich mache es jetzt, dass ich es einmal anfüge. Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ich kann öffnen oder anfügen. Wenn ich jetzt hier ein Modell anfüge, ich habe die Möglichkeiten, IFCs anzufügen. Ich kann auch DWGs anfügen oder na, sagen Sie mal hier Revit-Modelle. Das mache ich als erstes. Ich möchte einfach mal ein Revit-Modell in Navisworks anfügen. Viele sagen ja auch so ein bisschen, dass Navisworks der Allesfresser ist, was so das Dateiformat betrifft. Hier kann ich relativ viel hinterlegen. Und ja, ich finde schon, gerade wenn Sie auch Autodesk und Revit benutzen, dann haben Sie ja meistens eine AEC Collection. Darin ist das Navisworks Manager inkludiert und ja, das erleichtert schon einfach auch mal die Überprüfung der Modelle und wir sehen relativ viele Eigenschaften. Mein Laptop mag mich heute nicht besonders und braucht ein bisschen länger, aber ich gebe Ihnen die Zeit kurz. Ich kann Ihnen ja schon mal zeigen, wo Sie die Schablonen finden für Navisworks, die wir uns gleich angucken. Und zwar hier sind wir wieder in dem Bereich Zusatz. Hier ist der Reiter Navisworks Vorlagen. Und zwar hier haben wir die Systemfarben und hier sind zwei unterschiedliche Dateien hinterlegt. Einmal die Lüftungssysteme und einmal Rohrsysteme. So, und wenn ich jetzt hier mir das Modell angucke, in dem Fall ist es ja noch mein Revit-Modell, dann kann ich hier mit diesem Appearance Profiler mir diese Datei laden. Das ist eine DAT-Datei. Und zwar, wenn ich mal die für die Luftkanalsysteme nehme, das ist quasi die angepasste, die wir uns gleich angucken. Ich will ja erstmal die Standardvorlage benutzen, die Sie auch haben. Und zwar gehen Sie hier in die Projectbox 2021 in den Zusatz und zwar Navisworks Vorlagen, Systemfarben. Dann holen wir uns die Lüftungssysteme mal rein. Dann sehen wir hier schon aufgrund der Eigenschaften sind alle Farbdarstellungen wie aus unseren Ansichtsvorlagen hinterlegt. Sobald ich das Ganze ausführe, sind die ganzen Systeme eingefärbt, auch die Formteile und die Einbauteile. Das ist ja immer sonst, was das Problem war, wenn man Farben hinterlegt hat, dass nur die Luftkanäle farblich dargestellt waren und die Formteile nicht. Das ist jetzt direkt aus dem Revit. Das Ganze kann ich natürlich auch machen, wenn ich das würde ich nicht sparen, wenn ich mit einer IFC arbeite. Bei einer IFC muss ich dann eben halt ein bisschen darauf achten, dass ich eine andere Suche mache. Und zwar, wenn ich hier mal unsere RLT angucke. Die hole ich mir jetzt mal kurz rein. Dann ist natürlich wichtig, auch hier ist mein IFC-Modell, also das lädt viel schneller, weil ich viel weniger Informationen habe. Wenn ich das Bauteil selektiere, dann habe ich ja mit Hilfe unserer Parameterschablone gewisse Informationen rausgeschrieben. Da muss ich mir hier dieses Luftkanalsystem mal ein bisschen genauer angucken. Und ja, es ist jetzt auch noch grau. Hier im Appearance Profiler habe ich natürlich auch die Möglichkeit, auf diese Eigenschaften zuzugreifen. Und zwar habe ich das hier mal mit einer anderen Datei gemacht. Beispielsweise, und ich will Ihnen gleich nur einmal zeigen, wie Sie das verändern können. Und zwar, wenn wir uns einmal die DAT-Datei angucken, hier Lüftungskanalsystem, dann sehe ich, ich habe vier Farben nur hinterlegt. Wenn ich eine Farbe selektiere, was mache ich? Ich suche einmal die Kategorie, und zwar den oberen Tab. Ich suche einmal die Eigenschaft, und zwar der Name ist hier dieses 005 Systemtyp. Und ich suche nach einem Inhalt, Zuluftsystem, und zwar ist das dieser Inhalt Zuluftsystem. Sobald ich das Ganze ausführe, wird das auch dementsprechend eingefärbt. Das Ganze ist natürlich, wenn ich jetzt hier einen anderen Kanal konstruieren würde. Und zwar machen wir mal hier kurz Umluft. Na, da bist du. Zack, dann sehe ich, ich habe hier eine andere Einfärbung. Wenn ich das Ganze jetzt mal zu IFC exportiere mit der Parameterschablone, die ich noch hinterlegt habe. Und zwar nennen wir das mal TGA neu. Umluft. Zack, rausspeichern, exportiere. Ich lade mir das jetzt in Navisworks mit rein. Und zwar kann ich das einfach mit anfügen. Und zwar ist das hier die neue. Da muss ich natürlich einmal darauf achten gleich, dass ich die andere ausblende, weil ich werde jetzt hier gleich nur den neuen Kanal sehen. Und dann habe ich es auch gleich. Na, komm jetzt. Ah, genau, dann macht er das auch gleich, dass er quasi einmal die IFC mit hinterlegt. Also er wandelt die IFC quasi einmal um, dass Navisworks die auch eben halt dementsprechend darstellen kann. Und dann würde ich Ihnen einfach mal zeigen, wie Sie da einen zusätzlichen Filter anlegen und den auch speichern können. Und zwar die alte hier, die würde ich einmal ausblenden. So, jetzt sehe ich natürlich, ich habe hier noch im Appearance Profiler die Farben geladen. Ich führe das Ganze aus. So, jetzt mein neues Umluftsystem ist noch nicht hinterlegt. Was kann ich an der Stelle machen? Ich sehe, hier gibt es einen anderen Inhalt. Dann könnte ich natürlich, wenn ich clever bin, hier unten einmal
mir das raussuchen, damit ich mir das mal selektiere. Und zwar gucke ich hier bei den Systemen, bei den Eigenschaften, bei der Bedingung das Umluftsystem einmal raus. Und zwar, ich bin faul, ich will mir das eigentlich hier nur rauskopieren, Steuerung C. Jetzt gehe ich in den Profiler, ich ändere das System dementsprechend einmal ab, verändere einmal die Farbe an der Stelle. Na, und du kommst wieder zurück. Und habe das jetzt, füge das hinzu. Ich könnte das jetzt exportieren. Das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht machen. Aber sobald ich dann ausführe, sehe ich auch, dass das eingefärbt ist und das kann ich projektübergreifend verwenden. So, jetzt habe ich das auch mal.